Hallöchen, liebe Leute, und willkommen zurück zu Dragon Ball Z, die Legende von Vegeta. Nein, von Goku. Teil 2. Jo, im letzten Part haben wir Vegeta bekommen. Als die Namekianer nach Neu Namek aufbrachen, blieben einige von ihnen zurück. Solltest du auf einen Reisenden Namekianer treffen, bitte sie doch hierher zu kommen. Wir organisieren eine Reise nach Neu-Namek, sodass sie zu ihrer Familie zurückkehren können. Okay. Können wir machen. Aha, da geht's dahin. Was haben wir überhaupt für Aufträge? Gucken wir mal im Tagebuch. Trainiere mit Mutten Roshi. Okay. Naja, und Mutten Roshi ist jetzt freigeschalten. Nee, das ist Amero-Insel. So, südlicher Kontinent, da sind jetzt alle. Und eine Zwischensequenz. Jetzt sind wir weit weg genug. Jetzt sind wir weit genug weg. Wir werden hier kämpfen. Bevor wir anfangen, möchte ich gern wissen, woher du unsere Namen kennst. Selbstverständlich, wenn du es unbedingt wissen willst. Wir beobachten dich schon seit einiger Zeit auf Schritt und Tritt mit einem ferngesteuerten Suchgerät. Dieses Gerät wurde genau auf dein Energiemuster zugeschnitten. Und als du noch klein warst, haben wir es dir während der Kampfsport-Weltmeisterschaft implantiert. Seitdem haben wir dich pausenlos überwacht, deine Kampftechniken studiert und die Geheimnisse deiner Kamehameha-Welle enthüllt. Wir haben dich so lange beobachtet, bis Dr. Gero genug Informationen gesammelt hatte, um die perfekten Kampfmaschinen herzustellen. Sehr starke Maschinen, die durchaus imstande sind, dich zu zerstören. Und zwar auf genau die gleiche Art, wie du Dr. Geros Red Ribbon Armee zerstört hast. Das war schwer. Ich möchte zu gern wissen, ob er mich während meiner Kämpfe auf dem Planeten Namek bespitzelt hat. Das war nicht nötig. Zu der Zeit hatte Dr. Gero bereits alle gewünschten Informationen zusammengetragen. Du glaubst vielleicht alles über mich zu wissen, aber da täuscht du dich gewaltig. Haben eure Berechnungen vorhergesehen, dass Goku ein Super Saiyajin würde? Ein Super Saiyajin? Damit haben wir in der Tat nicht gerechnet. Diese Technik ist mit deinem Latein nicht aufgeführt, Nummer 20. In meinem auch nicht. Aber meine Sensoren sagen mir, dass kein Grund zur Sorge besteht. Richtig. Es sind zwar eine äußerst beeindruckende Fähigkeit, aber auch damit werden wir fertig. Nummer 19 wird das persönlich demonstrieren. Wie wollt ihr wollt. An eurer Stelle wäre ich mir da nicht so sicher. So, kleine Zwischensequenz, aber es geht weiter mit. Wie geht er? Ach, die Zeit. Da. Gottchen. Oh ne, nicht noch mehr. Oh Gott. Die Gegner sind blöd. Kekse. Wow. Was hat sich verändert? Nichts. Gut. Energie. Noch mehr Lebensenergie. Gehen wir mal hier runter. Zack, zack. Speicherplattform.
Charakter wechseln? Ha, kann man nicht. Okay, da werden wir gleich mal angegriffen. Und gehen wir mal nach rechts. Irgendwo muss ja was sein. Aha, ein Tor für Gohan. Level 15. Ja. Da können wir später dann hin, glaube ich. Meine Güte. Wo? Ah, jetzt können wir da oben hin. Machen wir aber noch nicht. Wir gehen erstmal nach links. Ach Gott, ein starker Käfer. Harvey, ein toller Käfer. Gut, aber das passt nicht hierher. Ey, Stufe 19. Und es geht immer weiter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Schläge. Außer ich mache mal einen kritischen Treffer. So. Links. Waren wir da schon? Nein, nicht. Nein, waren wir noch nicht. Und wir finden eine goldene Kapsel. Unsere fünfte. Fehlen noch 20. Yay. So, erstmal werden wir uns hier etwas aufleveln. Denn ihr habt keine Ahnung, wie stark die Cyborgs sind. Oh, hör. Geht ihr mir nicht auf die Nerven. Hörst du jetzt mal auf, mich zu nerven? Dankeschön. So, rechts. Nein. So. So. Ho, hi, ha, hier. Stufe 20. So, jetzt habt ihr etwas von Vegetas Stärke gesehen. Und jetzt zeige ich euch mal die Form eines legendären Super Saiyajins. Ja, ha. Jung, 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 jung. Ja, das verbraucht immer mehr Energie. Aber wir haben ja noch genug. So. So, jetzt habe ich die Karte geöffnet. Schauen wir mal hier rein. Und ich werde angeschrieben. Achso. Gut. Erstmal wieder zurückverwandeln. Bei mir spielt sich gerade Seltsames ab. Ich werde mal kurz gucken gehen, was das ist oder wer das ist. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Die geisterhafte Gestalt war meine Mutti. Und also entweder ich werde angeschrieben, wenn ich mal Let's Plays mache, aber nie, wenn ich mich frage, was mache ich jetzt? Schlafen oder mir den Sack kratzen? Dann werde ich natürlich nie angeschrieben, aber wenn ich Let's Plays mache, schon. Bis gleich. So, nachdem das geklärt ist, oder auch nicht geklärt ist. Jetzt ist es aber geklärt, so eindeutig. Ach Mensch. Was ist denn nach der, wenn man vorher als Super Saiyajin unterwegs war? Man hat keine Energie mehr. Zack, zack.
Zack. Gut. Ah. Gut. Hier waren wir schon mal. Aber trotzdem, wenn wir erstmal trainieren. 1, 2, 3, 4. Dahinter oben quetsche ich mir. So. Zack, zack, zack. Ich hab 21. Zack, 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 zack. So. Ja, down. Und ha. Das ist bestimmt der Garlic-Strahler. Oder Big Bang Attacke oder keine Ahnung was das ist. Kann ich ja mal nachgucken. Und du noch. So. Jetzt gucke ich mal, welche Attacken du bereits kannst. Die Urknall-Attacke. Aha, aha, aha. Weiter. Okay, gucken wir mal weiter, wo wir schon waren, wo wir noch nicht waren. Ah, gut ist, dass es auch auf der Karte angezeigt wird, wo das Tor für die jeweilige Person war. Das ist nice. Aber gleich kommen Shit-Gegner. Ich sag's einfach mal so ganz bewusst. Shit-Gegner. Ja, die auch schon. Aber die meine ich nicht. Gehen wir mal hier an. Oh, die Bazooka-Heinis. Hey, Leute, was macht ihr denn hier? Lädt euch mal wieder zu vermögen. Ja, und... Ach, Gott. So, jetzt kann man hier noch runter und hier ist was. Ah, da ist noch eine goldene Kapsel. Nummer 6. Natürlich werde ich versuchen, alle zu finden. Wenn man nicht weiter weiß, dann... Ich werde es euch auf jeden Fall zeigen, wo die alle sind. Ich habe sie schon mal gefunden, ich werde sie wiederfinden. Mal komisch, wo die Level 50er Tore sind, weiß ich noch alle. Fast. Fast alle weiß ich. So. So, was erwartet uns hier? Mist. Kann ich kämpfen. Mensch, Goku, das Ding macht das Ding fertig. Er ist deutlich stärker. Dieser Cyborg hat keine Chance. Er hat bisher noch nicht einmal berührt. Also, der Sieg ist Goku sicher. Mag sein. Oh, was ist los? Papa, da ist was faul. Ich fühle mich so schwach. Ich gebe auf. Er muss schwer verletzt sein, aber wie? Es muss dieser Virus sein. Er befällt genau jetzt sein Herz. Papa. Ja, so ist es wohl. Aber es geschieht viel später, als der Junge aus der Zukunft es vorausgesagt hat.
Goku dachte, der Junge habe sich getäuscht, aber irgendwie hat sein Besuch bereits den Lauf der Geschichte verändert. Er braucht das Gegengift, aber um es zu beschaffen, müssen wir nach Hause zurück. Das ist der einzige Weg. Goku hat sich wieder zurückverwandelt. Er ist kein Super Saiyajin mehr. Mensch, Masa. Genau so. Perfekt. Goku braucht Hilfe. Greifen wir ein. Ihr bleibt, wo ihr seid. Es sei denn, ihr seid genommen, um zu glauben, ihr könntet an mir vorbeikommen. Aber Vegeta kann das. Solange ich hier bin, tötet keiner Kakarot. Dieses Vergnügen hat das Schicksal mir vorbehalten. Was für ein jämmerlicher Kerl du bist, Kakarot. Du bist vor dem Herzvirus gewarnt worden, dich in einen Super Saiyajin zu verwandeln. Hat die Sache nur noch verschlimmert. Du wirst nie ein großer Krieger werden. Einer von euch muss Kakarot sofort nach Hause bringen und ihm das Gegengift verabreichen. Am besten tue ich es. Fällt mir zwar schwer, es einzugestehen, aber wenn ich noch länger stehen bleibe, keine Ahnung, stehe ich den anderen nur im Weg rum. Kann ich Vegeta den jetzigen Gnadenstoß versetzen? Nummer 19, du bist heute aber ganz schön gierig. Okay, du kannst Vegeta fertig machen. Aber die anderen gehören mir, verstanden? Ja. Yeah. Okay. Und so. Und hat so eine Maschine wie du auch mal Angst? So, er zwar nicht, aber wir. Deswegen beende ich jetzt den Part. Nicht, weil ich Angst hätte, sondern weil die Zeit rum ist. Also bis zum nächsten Mal, Freunde.